Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. So heißt das neue Buch von Ulrike Herrmann und jetzt spreche ich mit ihr. Schönen guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Ich habe Ihr Buch gelesen und es hat mich ehrlich gesagt einigermaßen ratlos zurückgelassen. Ich habe viel gelernt über den Kapitalismus, aber die Frage, wie es nun weitergeht, hat das Buch auch nicht beantwortet. Und ich weiß nicht, ob Sie auch beim Schreiben manchmal Ratlosigkeit gespürt haben oder was hat das Schreiben dieses Buchs, es ist ja doch schon ein Ding, ein Buch über den Kapitalismus zu schreiben, was hat das mit Ihnen gemacht? Worauf Sie hier wohl anspielen, ist, dass ich auch nicht weiß, wie man den Kapitalismus überwinden kann. Also, dass es nicht ewig weitergehen kann mit dem Kapitalismus, ist ja klar. Also, es ist ein System, das Wachstum erzeugt und auch Wachstum braucht. Und natürlich kann man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Das heißt, es ist völlig klar, der Kapitalismus wird für die Wand fahren. Und es ist aber bisher nicht nur bei mir, sondern auch bei sonst keinem ein Ausweg in Sicht, wie man den Kapitalismus überwinden kann. Denn in dem Moment, wo man sagt, ach wieso, wir haben doch eigentlich schon genug, wir sind doch reich genug, wir können doch hier einfach stagnieren oder könnten auch auf Konsum verzichten, in dem Moment würde der Kapitalismus zusammenbrechen und zwar nicht friedlich, sondern das wäre ein chaotischer Prozess, der wahrscheinlich als allererstes auch die Demokratie vernichten würde. Sie stellen ja den direkten Zusammenhang her zwischen Rechtsstaat und Demokratie. Sie sagen, dieses junge Ding, dieser Kapitalismus ist ja noch gar nicht so alt als Wirtschaftsform, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt. Das ist ja, ein paar hundert Jahre alt. Und Sie sagen, dass der Rechtsstaat und die Demokratie ja auch ein Ergebnis des Kapitalismus ist oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist richtig. Also man kann sagen, den Kapitalismus gibt es jetzt seit ungefähr 250 Jahren. Also zum ersten Mal ist er in England so ab 1760 entstanden, als Fabrikbesitzer der Textilindustrie darauf kamen, ihre Webstühle und die Spinnereien zu mechanisieren. Nicht? Kapitalismus ist also eigentlich, man ersetzt Arbeitskraft durch Maschinen und dadurch wird auch der Reichtum möglich, den wir heute alle haben. Und es stimmt, also alles andere, was wir heute wichtig finden, wie Demokratie oder Gleichberechtigung von Frauen, ist etwas, was sehr viel später entstanden ist und was man ohne diesen neuen Wohlstand, der durch den Kapitalismus entstanden ist, auch gar nicht haben würde. Das heißt, den bösen Kapitalismus einfach abzuschaffen, so einfach ist die Lösung nicht. Nee, genau. Und das Problem ist, ich meine, das fragen sich Ihre Hörer jetzt wahrscheinlich schon, wieso schreibt die Frau ein ganzes Buch über den Kapitalismus, wenn sie doch eigentlich glaubt, dass er auch irgendwie wieder untergehen wird? Das ist ja eine berechtigte Frage und ich habe das Buch geschrieben, weil wir das klar haben müssen, dass man in einer neuen Phase des Kapitalismus lebt. Also in den letzten 10 Jahren gab es ja, wie alle wissen, 3 schwere Finanzkrisen, die immer auch am gleichen Ort eingeschlagen haben, nämlich in Europa. Das ist neu, nicht? Es gab immer Finanzkrisen im Kapitalismus, aber nicht 3 Stück in 10 Jahren. Und diese Finanzkrisen sind sehr gefährlich, das kann man ja in Europa sehen, denn immer wenn der Kapitalismus in die Krise gerät, ist als erstes die Demokratie in Gefahr. Das ist ja auch etwas, was man sehen wird jetzt bei den Europawahlen im Mai. Da werden wir sehr viele Populisten plötzlich in Brüssel haben, was eben dann schon zeigt, wie gefährlich Krisen sind. Und deswegen habe ich eigentlich das Buch geschrieben, nämlich wie kann man, um zu erklären, wie man diesen Kapitalismus steuern kann, so dass die Demokratie überlebt. Sie schreiben ja, die Menschen produzieren lieber überflüssige Güter, anstatt auf Arbeit zu verzichten. Sie setzen unverändert auf Wachstum, obwohl die Umwelt dieser Güterlawine nicht mehr verkraften kann. Das ist ja ein Paradoxum. Also das heißt, mit weniger Gütern könnten wir irgendwie auskommen. Wir könnten auf so viel Plunder und so viel Kram eigentlich verzichten. Wir hätten dann möglicherweise mehr Zeit. Uns würde es besser gehen. Aber auf die Arbeit will kein Mensch verzichten. Das ist ja sozusagen Bestandteil des Kapitalismus, die lohnabhängige Beschäftigung. Ja, also ich meine, das Umweltbundesamt hat mal gezählt, wie viel Sachen der Mensch so durchschnittlich hat und da kamen sie dabei darauf, dass pro Kopf ungefähr in den Haushalten 10.000 Gegenstände zu verzeichnen sind, von denen aber 5.000 überhaupt nie angeguckt werden, also in den Schränken vergammeln. Und da könnte man natürlich tatsächlich sagen, ja, was soll der Plunder, weg damit, wenn wir nur die Hälfte brauchen, dann brauchen wir auch nur die Hälfte anzuschaffen. Dieser ganze Konsum ist ja überflüssig. Aber was dabei eben tatsächlich vergessen wird, ist, dass wir gar nicht arbeiten, um zu konsumieren, sondern wir arbeiten, um zu arbeiten. Oder anders gesagt, die gesamte Sicherheitsstruktur der einzelnen Menschen ist ja über die Arbeit organisiert. Also das Einkommen, die Rente und so weiter. Und wie schnell Gesellschaften in Stress geraten, wenn keine Vollbeschäftigung mehr herrscht,
Das hat man ja hier in Deutschland gesehen 2009, nicht nach der Finanzkrise. Da wurde dann sogar sowas so Überflüssiges wie eine Abwrackprämie eingeführt. Also man hat gute Autos verschrottet, nur damit man noch mehr Autos herstellen kann. Einfach um Arbeitsplätze zu sichern und dieses Gefühl der Sicherheit zu verbreiten. Also von der Arbeit mal abgesehen, schreiben Sie ja auch, die Ware wird zum Fetisch. Also anders als Marx dachte. Was meinten Sie damit? Bei Marx ging es ja immer um den Mehrwert und so, und das ist eine Theorie, die nicht wirklich richtig ist, sondern hier geht es gar nicht um die Ware als Ware, sondern eigentlich tatsächlich, es geht um die Arbeitsplätze, nicht? Das mit der Ware und mit dem Konsum und ist eigentlich schon nachrangig, sondern es geht nur noch darum, um zu arbeiten und Sicherheit damit herzustellen. Die Sicherheit durch die Arbeit, also die Arbeit ist im Grunde auch eine Art Fetisch, das Geld auch und die Ware, das hat ja fast was Religiöses. Das ist ja immer wieder debattiert worden, ob der Kapitalismus sowas ist wie eine Religion. Ich würde sagen, dass dieser Vergleich eigentlich in die Irre führt, weil Religion ist ja immer etwas verknüpft mit irgendwelchen jenseitigen Ideen, also Gott oder ein jenseitiges Prinzip. Der Kapitalismus ist ja wirklich etwas sehr, sehr Irdisches und ist eigentlich eine soziale Erfindung. Und deswegen finde ich auch, dass die Menschen, die an dem Kapitalismus beteiligt sind, das wissen sollten, wie er funktioniert. Denn es gehört ja zu den Rätseln eigentlich, dass alle Menschen Geld benutzen und fast keiner versteht, wie es funktioniert. Ist es nicht auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass dieses Wirtschaftssystem alle Bereiche durchdrungen hat und dass wir allem einen Wert geben? Die Wertkritiker sagen ja, es geht nicht nur um das Geld als Fetisch, sondern um den Wert an sich, dass wir allem, auch in sozialen Beziehungen, wo es gar nicht ums Arbeitsleben geht, allem irgendwie einen Wert zuordnen. Können Sie mit dieser Theorie was anfangen? Ja, nee, das stimmt absolut. Also das muss dann völlig klar sein. Der Kapitalismus, in dem wir leben, ist ein totales System. Also er hat alles durchdrungen. Das ist nicht so, dass wir den Kapitalismus nur an unserem Arbeitsplatz entdecken oder erleben, sondern sogar solche Sachen, die scheinbar nichts mit dem Kapitalismus auf den ersten Blick zu tun zu haben, nämlich wer wen heiratet, hat ganz viel mit diesem System zu tun. Und ich meine, jeder kennt das, wenn man zu einer Party geht und dann wird ja gleich als erstes gefragt, was man macht, nicht? Und wenn man dann sagt, ja, ich bin arbeitslos, dann kann man aber sicher sein, dass dann keiner mehr mit einem redet, sondern dann wird man gemieden, als hätte man eine ansteckende Krankheit. Was ja zeigt, dass auch so ganz normale Beziehungen wie Freundschaften, wie Anerkennung, das wird alles über den Kapitalismus organisiert und gesteuert. Das heißt, der ist völlig durchdrungen und hat nicht nur was mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Das ist, wie Sie sagen, total. Das könnte einem ja Angst machen. Es gibt ja Kritiker, die sagen, wir müssen einfach nur das Wachstum beschränken, die sogenannten Wachstumskritiker. Und wenn wir weniger Wachstum haben, geht es der Umwelt besser, den Menschen besser. Aber Sie sagen, durch eine Beschränkung des Wachstums kollabiert das System und das gibt dann Instabilität. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also ich meine, wie das, was mit einer Gesellschaft passiert, wo plötzlich die Wirtschaft schrumpft, das sieht man ja beispielsweise in Griechenland. Also nicht durch die Euro-Krise ist da die Wirtschaftsleistung inzwischen um 25% eingebrochen. Und das ist nicht so, dass nur einfach die Leute arbeitslos sind und die Fabriken schließen, sondern es ist viel drastischer. Da löst sich alles auf. Da löst sich nicht nur der Staat auf, sondern inzwischen auch schon die Gesellschaft. Also solche ganz normalen Beziehungen wie Freundschaft, Solidarität, das kollabiert da alles, weil die Leute so im Stress sind, selber das eigene Überleben zu organisieren. Und das ist genau die Gefahr. Also das ist auch sozusagen das Problem. Auf der einen Seite ist es so, dass völlig klar ist, dass der Kapitalismus auf Dauer nicht überleben kann, weil er Wachstum braucht und man eben nicht ewig wachsen kann. Auf der anderen Seite weiß man genau, dass wenn das Wachstum ausbleibt und dann so ein Schrumpfungsprozess in Griechenland einsetzt, das auch eben eher katastrophisch ist und keinesfalls friedvoll. Sie schreiben ja von genau diesem Dilemma, was Sie jetzt beschreiben, dass der Kapitalismus wie ein Fluch erscheint. Er hat den Fortschritt ermöglicht und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Dilemma, von dem Sie schreiben und Sie meinen, es wird sich ein neues System herausbilden, das heute noch nicht zu erkennen ist. Aber es wird seine Zeitgenossen genauso überraschen, wie es der Kapitalismus tat, als er 1760 im Nordwesten Englands entstand. Haben Sie eine Idee, wohin wir uns transformieren? Und sind wir vielleicht schon in diesem Transformationsprozess drin oder braucht es den Zusammenbruch erst? Ja, das ist ja der Witz. Letztlich kann es keiner wissen. Also das ist ja, wenn man sich das anguckt,
wie die Menschen 1760 darauf reagiert haben, dass ein neues System in ihrem Land entsteht, dann stellt man ja einfach fest, also selbst so große Koryphäen wie Adam Smith oder Ricardo, also die Begründer der Volkswirtschaftslehre, haben nicht erkannt, dass sie einen Zeitenwandel erleben. Nicht? Sie haben das mit dem Kapitalismus gar nicht kapiert, obwohl sie dabei waren. Und das zeigt einfach aus meiner Sicht, dass auch wir heute jetzt nicht so tun könnten, als wären wir schlauer. Es ist völlig klar, der Kapitalismus wird zu Ende gehen, einfach weil die Umwelt und die Energie knapp werden. Aber was dann kommt, kann keiner wissen. Wenn Sie sagen, dass der Kapitalismus zu Ende geht und zusammenbricht, reißt er dann die Idee von Demokratie und Rechtsstaat gleich mit runter oder könnte Rechtsstaat und Demokratie überleben? Das weiß ich wie gesagt nicht, aber die Gefahr ist aus meiner Sicht extrem hoch, dass die Demokratie dann nicht überlebt. Ui, der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen, so heißt das neue Buch von Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsredakteurin der TAZ, die Tageszeitung. Tschüss. Tschüss.